Hier im Kupferbergwerk Fischbach, wo 500 Jahre lang Kupfer geschürft wurde, wird Geschichte lebendig. Vor allem in der Fantasie des Autoren Norman Liebold. Das ist definitiv ein Ort, der die Fantasie massiv beflügelt. Ich kann nur sagen, als ich das erste Mal hier drin war, hat der Roman, an dem ich seit 4 Jahren gearbeitet habe, sofort gesagt, hier will ich spielen, nirgendwo anders. Allein das Farbenspiel, die Geräusche, das Gefühl, unter dem Berg zu sein, absolut inspirierend. Und so wird das Kupferbergwerk Fischbach im Roman Zwergenbinge zum Tor in eine andere Welt, die magische Welt der Zwerge. Im Roman ist unter dem Kupferbergwerk das Zwergenreich Zwergenbinge mit riesengroßen Hallen, in denen das Zwergenreich das tut, was es halt im Roman tut. Und die Zwerge haben ein Problem, welches? Ein Wirtschaftsproblem. Zwergenbinge steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, nachdem sie sich industrialisiert haben. Und Peschke, der Protagonist, der ein McKinsey-Manager war, wird von den Zwergen aufgefordert, ihr Problem zu lösen. Es sind immer geschichtsträchtige Orte, die ihn zu neuen Abenteuern inspirieren. In dem Hunsrückdorf namens Abenteuer lebt Norman Liebold seit 2 Jahren und sprudelt vor Ideen. Ich bin durch einen Zufall über einen befreundeten Künstler in Hunsrück gekommen und habe sofort festgestellt, dass hier unendlich viele Geschichten auf mich lauern. Geschichtlich über die Oldenburger Republik bis hin zu den alten Kelten, die hier präsent waren. Über die Landschaft natürlich. Man kann hier wunderbare Märchen ansiedeln. Und die Natur, auf jeden Fall. Der Text von Zwergenbinge ist im Lektorat. Jetzt werden die letzten Illustrationen gezeichnet. Alles macht er selbst. Norman Liebold überlässt nichts dem Zufall. Ein Buch, wenn es mir in den Kopf kommt als Buch, ist ein fertiges Ding. Das ist, ich weiß, wie das von außen aussehen soll, ich weiß, wie der Schriftsatz drin aussehen soll, welche Zeichnungen reingehören, welcher Zeichenstil auch da sein muss, bis hin zu solchen Sachen wie jetzt im Kupferbergwerk, was die ideale Premiere wäre. Und deshalb findet die Vorpremiere von Zwergenbinge auch hier statt, im Kupferbergwerk in Fischbach. Die ideale Umgebung, sich auf das skurrile Zwergenabenteuer einzulassen. Dabei war er weit weniger überrascht oder verwirrt, als ein anderer es gewesen wäre. Seit einigen Wochen nämlich hatte er begonnen, seltsame Dinge zu sehen. Ich habe mich mit meinem Verleger auf eine wunderbare Möglichkeit geeinigt, es in ganz knackigen Worten zu beschreiben. Und zwar, Zwergenbinge ist ein Fantasy-Abenteuer zwischen dem kleinen Hobbit und dem Kapital von Karl Marx. Die Buchpremiere, eine echte Performance. In der Pause wird sogar Kupfer aus diesem Berg gegossen. Da fällt es selbst Realisten leicht, sich auf das Zwergenabenteuer einzulassen. Denn im Idealfall sollen die Leser von der Parabel auch noch etwas lernen. Zwergenbinge ist letztendlich natürlich ein Fantasy-Abenteuer, aber in der Hauptsache eigentlich eine Parabel auf unsere Welt, auf den Kapitalismus, wenn man so möchte. Und natürlich auch unsere Ausbeutung des Planeten. Welche Lösung Norman Liebold dafür hat, das muss der Leser von Zwergenbinge selbst rausfinden. Ja.